So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe ja heute für Dienstag angekündigt, dass ich das Video hochladen werde über meine Lieblings-YouTuber und ich habe mir gedacht, ich werde trotzdem einen Abschied von Cobalium nehmen, weil es war ja jetzt der Max Out Monday und ich verpasse jedes Mal da mitzumachen und ein Pokémon zu maxen. Jetzt hätte sich das mit Cobalium natürlich angeboten. Habe ich leider nicht gemacht, aber bevor jetzt Dienstag das YouTuber-Video kommt, wollte ich trotzdem nochmal, weil heute der letzte Tag mit Cobalium ist, einen Raid werde ich wahrscheinlich heute noch machen. Da hoffe ich, dass ich nochmal 6 Bonbons kriege. Warum, seht ihr gleich. Zuerst natürlich, wie viele Cobalium-Raids habt ihr denn gemacht? Ich blende hier mal den Screenshot ein von meinem Pokédex. Da habe ich 20 gesehen, 17 gefangen. Sprich, ich habe gerade mal, 20 Cobalium-Raids gemacht. Ich habe also wirklich jeden Tag nur einen gemacht. Selbst bei der Raid-Stunde, ja, eigentlich immer nur an der Brücke der Technik, genau einen Raid für den täglichen Pass. Ansonsten habe ich es mir da gut gehen lassen, sage ich mal. Denn Cobalium wird ja eh nochmal zurückkommen, wenn es dann auch als Shiny verfügbar ist. Und da habt ihr dann natürlich die Chance auf gute IV, weil ihr raidet da eh nochmal automatisch mehr. Und natürlich das Shiny. Aber gute IV hat sich eigentlich erledigt. Ich habe nämlich gesehen, gestern hat der Hong ein Max Out Monday Video gemacht und hat ein 98er Cobalium hochgezogen. Und wir wollen jetzt auch mal was hochziehen. Das sehen wir hier. Da geht man nämlich mal ein. 4 Sternchen und legendär. So, und dann haben wir hier alle 100%igen legendären Pokémon auf der Hand. Ihr seht, da ist Kyogre dabei zum Beispiel. Da ist auch noch ein zweites Kyogre dabei, was voll gemaxt ist. Da können wir kurz hier die EV überprüfen, dass ihr das auch seht. Also alle Werte auf 15, genauso auch wie bei dem Rayquaza. Alle Werte auf 15, auch komplett hochgezogen. Auch das Entei komplett hochgezogen. Alle Werte auf 15, bei dem Giratina auch. Aber wir haben hier unten noch ein Cobalium und das ist wirklich ein 100%iges Cobalium mit Wetterboost 2159 und das wollte ich eigentlich maxen, ich habe es aber nicht geschafft, genügend Bonbons zu sammeln. Trotzdem geht man da jetzt mal ein Power-Up drauf und guck mal. 43 WP, nimm das zu bei einem Power-Up. 115 Bonbons haben wir noch übrig. Die pulvern wir jetzt erstmal hier rein und gucken dann mal, wie weit wir gekommen sind, was noch fehlt, wie viele Bonbons wir vielleicht noch brauchen. So, da sind wir wieder. Ein Power-Up können wir jetzt noch machen. 16 Bonbons haben wir noch. Obwohl, ich guck mal kurz in meinen Beutel. Ich habe sogar noch 5 Sonderbonbons, also theoretisch würden jetzt sogar noch 2 Power-Ups gehen. Ich habe leider alle Sonderbonbons, die ich hatte, verbraucht. Bei dem Regigigas, was ich aus der Forschung bekommen hatte, habe ich einfach mal alle Sonderbonbons reingesteckt, damit, wenn ich ein gutes aus dem Raid ziehe, ich das direkt hochziehen kann. Weil das will ich unbedingt machen, weil das ja auch auf 4100 ungefähr so kommt, höher als Mewtwo. Hab gedacht, Cobalium brauchst du eh nicht, ist eh dreckig. Ich wusste ja nicht, dass ich dann einen 100er bekomme. Jetzt hätte ich natürlich erstmal das Cobalium hochgezogen, direkt das 100%ige aufs Maximum. Mir fehlen aber jetzt die Bonbons und aus den 5er-Raids springen ja auch nicht mehr so viele Bonbons ab. Tut mir leid, ich bin ein bisschen müde neben der Rolle. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht, Videos geschnitten, jetzt ist es 6.07 Uhr frühs und ja, wir sammeln noch ein paar Bonbons, sind jetzt bei 2849, aber das wäre hier keine Max-Out-Monday-Folge am Dienstag, also Max-Out-Tuesday, wenn wir nicht trotzdem was komplett maxen würden. Ich wollte jetzt mich verabschieden, einfach mal vom Cobalium, 100%iges mit gerade mal 17 bzw. 20 Pässen, alles freie Pässe, ihr seht, man muss nicht mal reincashen und trotzdem hat man ab und zu mal Glück. Irgendwann kommt es ja als Shiny nochmal, da werde ich auch ein paar Bonbons noch machen, werde das dann auch hochziehen, also vielleicht muss ich gar keine Sonderbonbons investieren, das ist jetzt so wie es ist. Jetzt habe ich natürlich schon 5 reingeschmissen, egal. Das lassen wir so, 2849 kommt ja knapp an die 3000 und damit ihr nicht komplett leer ausgeht, hier unten habe ich noch einen Kollegen, noch ein 100%iges Rayquaza, Bonbons sind genug da, 809.
15, 15, 15, das passt auch. Deswegen werden wir jetzt einfach noch das Rayquaza hochziehen am Dienstag. Das nenne ich dann einfach Max Out Tuesday und beginne damit einen neuen Trend. Richtig genial. Hier sehen wir natürlich 55 WP, bekommen das bei einem Push dazu. Schreibt ihr mal rein, was ist das beste Rayquaza, was ihr habt? Habt ihr ein 100%iges? Habt ihr ein Shiny Rayquaza? Was ist das beste Kobalium, was ihr bekommen habt? Habt ihr ein 100%iges Kobalium bekommen? Und vor allem, wie viele Kobalium Raids habt ihr natürlich gemacht? Ich werde jetzt hier noch ein paar Pushs drauf geben. Beziehungsweise muss ich mich eh gleich nochmal melden, wenn wir die letzten zwei Pushs machen. Solange lasse ich das jetzt erstmal hier durchlaufen. So, wir sind angekommen bei den letzten zwei Pushs. Zweimal 15, zweimal, was? Bei den letzten zwei Pushes. Zweimal 15 Bonbons und zweimal 10.000 Sternenstaub müssen wir noch reinpulvern. 3.835 hat es hier Drachenrute Wutanfall. Die können wir, glaube ich, beides so lassen. Auf jeden Fall 100% Rayquaza gemaxt für euch am Max Out Tuesday. Da ich ja den Max Out Monday nicht mitmache und immer verpasse. Das Kobalium, wie gesagt, da werden wir noch ein paar Bonbons sammeln. Spätestens, wenn es als Shiny zurückkommt. Ich glaube, vorher brauche ich da jetzt eigentlich nichts machen. Und wie gesagt, nochmal für euch. Was ist euer bestes Rayquaza? Was ist euer bestes Kobalium? Und wie viel Kobalium-Raids habt ihr gemacht? Bei mir waren es 20 Stück, 17 gefangen. Wie ist eure Quote gewesen? Und ja, freut ihr euch natürlich auf Terrakium. Morgen gibt es den ersten Terrakium-Raid. Morgen auch legendäre Raid-Stunde mit Terrakium wahrscheinlich. Und heute Abend gibt es noch das YouTuber-Video. Meine Lieblings-Pokémon-Go-YouTuber für euch. Das war es aber von meiner Seite aus. Hier gehen nämlich schon wieder Raids auf. 6 Stück. 2 Fünfer dabei. Ja, da könnte man nochmal 6 Bonbons holen. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.